Es hat als 1 gegen 1 Kampfsituation angefangen. Ich habe den Typen überwältigt, hatte ihn auf dem Boden, ihn gerade gut bearbeitet. Im nächsten Moment fängt sein Kollege an, von der Seite mir gegen den Kopf zu treten. Was geht ab, meine Freunde? Herzlich willkommen zurück zu Ringlife. Schön, dass ihr wieder da seid. Ich wurde jetzt schon das eine oder andere Mal von meinen Zuschauern darauf angesprochen, ob ich nicht mal ein Video über das Thema Schlägereien, Straßenkampf und Selbstverteidigung machen könnte. Und ich dachte, jetzt ist es mal an der Zeit, das zu tun. Das Video wird auf jeden Fall etwas länger werden, das kann ich jetzt schon mal sagen. Aber ich kann dir wirklich nur empfehlen, das Video komplett anzuschauen und dir jeden Punkt, den ich dir jetzt gleich aufzählen werde, aufmerksam anzuhören. Denn es könnte wirklich sein, dass du das irgendwann mal gebrauchen wirst. So, für diejenigen unter euch, die jetzt hier neu sind, mich nicht kennen und sich denken, ja, was will der Typ denn mir über Schlägereien oder Straßenkampf oder sowas erzählen, einfach mal kurz meinen Hintergrund zu der Sache. Ich mache, seit ich früh in meiner Kindheit gemobbt wurde, Kampfsport. Ich habe damals mit Kickboxen angefangen, bin irgendwann rüber ins Boxen gegangen. Seit 2016 arbeite ich in den größten Clubs von Nürnberg und Umgebung als Türsteher, habe dadurch also schon fast eigentlich alles erlebt, was man miterleben kann. Ja, ich wurde mit zerbrochenen Glasflaschen, mit Messern, mit Schlagstöcken, mit Absperrgittern, mit Stühlen, mit allem Möglichen, was du dir vorstellen kannst. Damit wurde ich schon angegriffen. Ich war in 1 gegen 1 Kampfsituationen beteiligt und auf mich wurde in Massenschlägereien eingetreten, während ich mit jemandem am Boden gekämpft habe. Ich war 3 Jahre vor Gericht wegen einer Auseinandersetzung in meiner Freizeit vor einem Club. Ja, nur wegen einem Betrunkenen, der Stress machen wollte. Ich habe also dieses ganze hässliche Zeug alles schon hinter mir gebracht. Man kann also sagen, dass ich die eine oder andere Erfahrung in diesem Bereich gemacht habe, um da ernsthaft drüber reden zu können. Okay? So, bevor ich jetzt richtig in das Thema einsteige, will ich eine Sache unbedingt anmerken. Ja, so klischeehaft, wie es klingt, du solltest versuchen, in den meisten Fällen einen Kampf so gut es geht aus dem Weg zu gehen. Du weißt nie, was aus dieser Situation entsteht, welche Gefahren für dich dabei entstehen, ja, was dem anderen dabei passiert. Es ist meistens einfach diesen Ärger nicht wert. Natürlich weiß ich, wie man sich dabei fühlt, wenn einer dich blöd anmacht oder dich provoziert, ja, wie die Wut in einem aufbrodelt. Aber glaub mir, es ist es einfach nicht wert, meistens. Ja. Ich weiß es, wie gesagt, ein paar Jahre vor Gericht gewesen, mehrere tausend Euro an den Anwalt gezahlt, nur weil jemand betrunken vor der Diskothek Stress machen wollte. Aber das mal dahingestellt. Ich weiß auch ganz genau, dass es Situationen gibt, in denen du als Mann eigentlich gar keine andere Möglichkeit hast oder sogar vielleicht als Frau. Ja? Manche Leute provozieren das so sehr heraus, es gibt keine andere Möglichkeit. Insbesondere, wenn zum Beispiel Familie oder Frau im Spiel ist, wenn du als Mann deine Familie oder Frau beschützen musst, dann gibt es nur eine Lösung. Ja? Meiner Ansicht nach muss ein Mann für seine Frau und seine Familie einstehen und da muss dann direkt hart durchgegriffen werden. Wer das als Mann nicht kann, verdient es einfach nicht, sich selbst Mann zu nennen. Das ist meine Einstellung zu der Sache. Und ich weiß, es wird jetzt bestimmt den einen oder anderen möchtegern Friedensnobelpreisträger in meinem Video geben. Ja, ihr könnt mir so viele Daumen runter wie möglich geben, ist mir egal, oder Hasskommentare unter dem Video schreiben, von wegen Gewalt ist keine Lösung. Ja, ich wünsche euch, dass ihr weiter in eurer rosaroten Fantasiewelt lebt, in der alles gewaltfrei abgeht. Aber sollte tatsächlich mal jemand kommen und euch gewaltsam aus dieser Fantasiewelt rausreißen, dann wird das wirklich hässlich mit dieser Einstellung, glaubt mir. Was mir aber aufgefallen ist, sehr viele Leute haben irgendwie durch diese ganzen Filme eine sehr romantische Hollywood-Fantasie von einem Kampf, ja, wie ein Kampf abläuft. Zwei Typen kämpfen miteinander für eine Weile, keiner mischt sich ein, alles läuft fair ab und danach ist alles wieder gut. Die Realität sieht aber in den meisten Fällen ganz anders aus, ja, glaubt mir. Die wenigsten, die allerwenigsten Kämpfe werden fair bestritten. Ich habe Kämpfe miterlebt, die als 1 gegen 1 angefangen haben, nur bis sich dann die Kollegen von dem einen Typen eingemischt haben und sie dann gemeinsam angefangen haben, den Schädel des anderen zu breit zu treten. Ich habe Situationen erlebt, in denen der eine Typ mit dem anderen redet und ihn ablenkt, nur damit der Kollege von hinten kommen kann, um ihn auszunocken. Die Leute sind wirklich hinterlistig, glaubt mir. Hinzu kommt, dass in den meisten Situationen Alkohol oder andere Drogen im Spiel sind, wodurch die Hemmschwelle der Beteiligten sowieso komplett verfliegt und die dann bereit sind, Dinge zu tun, die ein normaler Mensch eigentlich niemals bereit wäre zu tun. Und viele bedenken auch einfach gar nicht, welche gefährlichen Folgen so eine Schlägerei mal tatsächlich haben kann. Es gibt unzählige Fälle, in denen jemand nach einer Schlägerei ausgenockt wurde und so stark mit dem Kopf auf den Asphalt aufgeprallt ist, dass er danach nie wieder aufgewacht ist. Nichtsdestotrotz will ich euch jetzt hier 6 Punkte oder Tipps geben, die ihr euch wirklich zu Herzen nehmen solltet,
solltet ihr wirklich in eine Situation geraten, in der es nicht anders geht, als dass ihr euch verteidigen müsst, dass ihr wenigstens ein bisschen vorbereitet seid. Punkt Nummer 1 besteht aber direkt aus zwei Teilen. Teil 1, du musst die Situation lesen, und Teil 2, du musst immer bereit sein. Was meine ich mit Situation lesen? Du musst erstmal dein Gegenüber lesen. Was ist das überhaupt für ein Typ, den du vor dir hast? Ist das einer, der die ganze Zeit nur rumbrüllt, sich voll aufpusht und sagt, ja, wie krass er ist und was er alles mit dir machen wird? Dann glaub mir, ist es in den meisten Fällen jemand, der absolut gar nichts drauf hat. Das ist nur jemand, der sich durch diese Aktion aufpushen will, dich einschüchtern und von einem Kampf abschrecken will. Ja? Weil, wie gesagt, er weiß einfach, dass er nichts kann. Das ist seine Methode, das Ganze zu lösen. Jetzt musst du dir eine Sache merken, ja, hör genau zu, merk dir das. Unsicherheit ist laut. Selbstbewusstsein ist still. Ja, merk dir das. Die gefährlichsten Menschen sind Leute, die in solchen Situationen immer am ruhigsten bleiben. Warum? Sie müssen nicht rumschreien und erzählen, wie krass sie sind. Sie wissen, was sie drauf haben, was sie anrichten können. Ja, das sind Leute, die einfach ruhig bleiben. Vor solchen Leuten sollte man dann vielleicht etwas ein bisschen vorsichtiger sein oder etwas vorsichtiger an sie herantreten. Weiterhin solltest du darauf achten, hat der andere vielleicht was einstecken oder in der Hand, womit er dich angreifen könnte, was zusätzlich gefährlich werden kann? Ist er alleine oder hat er vielleicht irgendwo Freunde außenrum, die sich in diesen Kampf mit einmischen können? Bist du in einer Situation, in der du nicht urteilen kannst, ob er alleine ist oder Freunde dabei sind, beispielsweise in einer Diskothek oder in anderen befüllten, engen Räumen, dann ist meine Empfehlung, so gut es geht, mit dem Rücken zur Wand zu kämpfen. Das ist eine Methode, die beispielsweise insbesondere im Gefängnis angewandt wird, wo es oft zu mehrere gegen eine Situationen kommt. Wenn du mit dem Rücken zur Wand kämpfst, dann musst du dich nur noch in eine Richtung konzentrieren. Ja? Du musst einfach nur noch schauen, was vor dir passiert, und du musst nicht darauf achten, ob einer jetzt von hinten oder von der Seite kommt, um dich auszunocken. Es ist zwar trotzdem ein bisschen Risiko, weil du kannst nicht nach hinten ausweichen oder wegweichen, aber es ist einfach meiner Meinung nach besser, wenn du einen Schlag von vorne direkt annimmst mit der Deckung oder ausweichst, statt von der Seite ungedeckt ausgenockt zu werden. Ja? Teil Nummer 2, du musst immer bereit sein. Was meine ich damit ganz einfach? Habe ich schon so oft gesehen und endet immer auf dieselbe Art und Weise. Glaub mir, das endet immer auf dieselbe Art und Weise. Der eine steht dann ganz cool da mit Händen in die Hosentaschen, ja, steht vor dem Gegner, provoziert ihn weiter und sagt, ja komm, du hast so eh nichts drauf, schlag mich doch, wenn du willst. Ja? Freunde, glaubt mir, bis ihr blinzeln könnt, seid ihr schon Knockout in so einer Situation. Bis ihr es überhaupt schafft, eure Hand hier rauszuziehen, ja, seid ihr Knockout. Der andere gibt euch hier eine kurze, ihr seid weg. Und dann könnt ihr wirklich von Glück reden, wenn ihr einen halbwegs anständigen Menschen vor euch habt, der dann nicht anfängt, euren Schädel auf den Boden zu breit zu treten. Hier gibt es eine Methode, die sehr effektiv ist, und zwar Hände hoch. Ja? Nicht Deckung und Kampfposition einnehmen, weil dann signalisiert ihr dem anderen, ja, ey, ich will kämpfen und es kommt zu einem Kampf, sondern du nimmst deine Hände hoch und sagst, ey, ich möchte keinen Ärger, okay? Lass mich in Ruhe, ich möchte nicht kämpfen, alles ist okay. Schau mal, was ich damit hier erreiche, falls ihr es nicht genau seht, beispielsweise einer kommt mir hier zu nah, ich mache so, ey, alles gut, komm mir nicht zu nah, ich möchte keinen Ärger, ja? Ich habe mir jetzt erstmal hier eine Armlänge Abstand verschafft. Ich habe mir hier die nötige Distanz verschafft. Sollte es wirklich irgendwie dazu kommen, dass er versucht zuzuschlagen, habe ich hier genügend Abstand, um hier auszuweichen. Außerdem, wenn er zuschlägt, habe ich meine Hände hier oben, um seine Schläge abzuwehren, und meine Hände sind hier schon in Position, um selbst zuzuschlagen. Ja, wenn ich jetzt sage, ey, alles gut, ich will hier keinen Ärger, fertig. Mehr ist nicht nötig, glaub mir, mehr als das ist gar nicht nötig. Geh nochmal auf die andere Seite, falls du das von der Seite nicht gut gesehen hast. Du nimmst deine Hände hoch und du sagst, ey, ich möchte keinen Ärger mit dir, alles gut, bleib auf Abstand. Ja, wenn er weiter näher kommt und irgendwelche Faxen macht, aus dieser Position kannst du ihm gleich zwei Bomben geben. Der Vorteil ist, dass die meisten gar nicht genug Erfahrung haben, also gar nicht genügend Erfahrung im Kampfsport oder Straßenkampf haben, um diese Situation richtig zu lesen. Wenn du vor jemandem stehst, der unerfahren ist in solchen Situationen, wird er denken, ey, der nimmt seine Hände hoch. Das sieht sehr nach einer sehr ängstlichen Position aus, ja, oder nach einer sehr ängstlichen Körpersprache. Ey, ich möchte keinen Ärger mit dir, alles in Ordnung, ja, Hände hoch, ich zeige ihm, ich habe keine Hände, ich habe nichts in den Händen, womit ich ihn angreifen würde, ich möchte keinen Ärger mit dir, alles ist okay. Er denkt, der Typ hat Angst vor mir, ich habe gewonnen, wir müssen gar nicht mehr kämpfen. Umso besser für dich. Die andere Situation ist, der Typ hat ein bisschen Kampfsporterfahrung oder ein bisschen Auge für solche Situationen und sieht, ey, der Typ hat sich gerade in Position gebracht dadurch, um mir selber eine zu verpassen, wenn ich ihm zu nahe komme. Ja, vielleicht hat er doch ein bisschen mehr Ahnung von dieser ganzen Situation, als ich dachte, und ich sollte vielleicht doch besser nicht mit ihm kämpfen. Ja?
Win-Win-Situation. Entweder auf die eine oder andere Art und Weise, du kommst besser aus dieser Situation heraus. Und noch ganz wichtig, du darfst auf gar keinen Fall auf diese gängigen Ablenkmanöver reinfallen. Ja, ich habe das auch sehr oft gesehen, dass dann einer vor dem anderen dasteht und ja, mit den Armen hier ein bisschen rumschwingt, so von wegen, ja, ich möchte gar nicht kämpfen, schwingt mit den Armen rum, schaut sich ein bisschen drumherum, ja, und dann schlägt er zu. Ja, deswegen immer schön auf Abstand bleiben, Hände bereit halten. Ja. Punkt Nummer zwei, ganz kurz gefasst, unterschätze niemanden. Ja, viele machen den Fehler, jemanden nach seiner Statur zu beurteilen. Der Typ ist groß und breit, der ist gefährlich, der ist klein und schmal, der kann gar nichts. Glaubt mir, das ist der größte Fehler, den ihr machen könnt. Die Statur hat in den allerwenigsten Fällen etwas mit dem Kampf oder mit dem Kampfergebnis zu tun. Ich habe Silvester 2017 erlebt, wie eine kleine zierliche Frau in Stöckelschuhen und Kleid einen Mann mit einem Schlag ausgenockt hat. Ja, er stand da, hat sie provoziert, sie hat ihm einen linken Haken gegeben, er ist schlafen gegangen. Ganz eindeutig hatte die Frau Kampfsporterfahrung, denn so wie sie zugeschlagen hat, schlägt kein unerfahrener Mensch zu. Ja? Da siehst du einfach, du weißt nie, wen du vor dir hast, welchen Hintergrund er hat, welche Kampfsporterfahrung er vielleicht hat oder nicht. Also unterschätze wirklich nie jemanden und sei immer bereit. Punkt Nummer drei, es gibt keine Regeln. Das sollte dir wirklich klar sein. Das ist ein Fehler, den insbesondere Kampfsportler machen, diese Regel zu vernachlässigen. Sie denken, nur weil sie ein bisschen Kampfsporterfahrung haben, sind sie auf der Straße unantastbar. Ja? Aber das ist nun mal kein Boxring oder MMA-Käfig, wo man unter Aufsicht eines Schiedsrichters unter festgeschriebenen Regeln miteinander kämpft. Auf der Straße wird es in den meisten Fällen unfair. Ja? Du solltest immer damit rechnen, dass es dreckig und unfair wird. Ich habe da am Anfang dieses Beispiel genannt, dass ich in einer Massenschlägerei in der Situation war, dass ich auf dem Boden mit jemandem gekämpft habe, während auf mich eingetreten wurde. Ja? Es hat als 1 gegen 1 Kampfsituation angefangen. Ich habe den Typen überwältigt, hatte ihn auf dem Boden, ihn gerade gut bearbeitet. Im nächsten Moment fängt sein Kollege an, von der Seite mir gegen den Kopf zu treten. Ich hatte in diesem Moment einfach nur Glück, dass mein Kollege zur Stelle war und ihn weggezogen hat, damit mir nichts zugestoßen ist. Ja? Man hätte auch das noch übertreiben können, es wären vielleicht 2 oder 3 Leute gewesen, die dann angefangen hätten, auf mich einzuschlagen oder vielleicht sogar mit irgendwas auf mich einzustechen oder was auch immer. Ja? Also sei dir wirklich bewusst, es wird dreckig werden und sei immer auf alles gefasst. Einer meiner Zuschauer, Final Trap heißt er, glaube ich, hat in einem meiner letzten Videos gefragt, was ich davon halte, wenn man dem anderen in einem Straßenkampf in die Eier tritt. So, meine persönliche Meinung, ich bin sehr klassisch. Ja, ich bevorzuge einfach Mann gegen Mann, Faustkampf, der Bessere gewinnt. Ja, ich bin einfach sehr klassisch, ich kann das gar nicht anders erklären. Aber wenn die Situation es erfordert, ist jedes Mittel recht, damit du heil aus der Sache rauskommst. Ja, wenn du derjenige bist, ganz wichtig, wenn du derjenige bist, der in eine Situation gezwungen wird, wo er sich verteidigen muss oder seine Familie oder Frau verteidigen muss, dann ist jedes Mittel recht. Ob du ihm in die Eier trittst, in die Augen piekst, ob du, was weiß ich, ihm eine Kopfnuss gibst oder so, völlig egal. Wichtig ist, dass du aus dieser Situation heil herauskommst. Und insbesondere für Frauen, die sich in solchen Situationen Männern gegenüber verteidigen müssen, ist in die Eier treten zum Beispiel eine richtig effektive Methode, glaub mir. Ich habe das schon mal abbekommen, ich habe schon mal einen Tritt zwischen die Beine bekommen und ich konnte damals nur von Glück reden, dass sie nicht richtig erwischt hat, denn sonst würde ich wahrscheinlich hier immer noch am Heulen sein vor Schmerzen. Das ist unglaublich schmerzhaft, das will man als Mann auf jeden Fall nicht erfahren, glaub mir. Punkt Nummer 4, diese Möchtegern-Bruce-Lee-Schiene, lass die einfach. Ja, all diese ganzen Filme, die du gesehen hast oder diese YouTube-Tutorials, die du dir eines Abends mal reingezogen hast, um dich vorzubereiten auf einen Straßenkampf, ja, vergiss diesen ganzen Scheiß, denn in 99,9% der Fälle wirst du das niemals in einer ernsten Situation einsetzen können. Wenn eine ernste Situation entsteht, dann kannst du wirklich froh sein, dass du vor Nervosität nicht über deine eigenen Beine stolperst und dich selbst dabei ausnockst. Solche Sachen wie über die Schulter werfen, den Arm verdrehen, dass er kampfunfähig ist oder vielleicht irgendwie am Nasenloch ziehen und ihn dadurch ausnocken oder so. Glaub mir, das funktioniert nicht. Außer, ganz wichtig, außer du hast mehrere tausend Stunden Praxis und Übung dahinter und du weißt einfach, dass du in jeder möglichen Situation sowas anwenden kannst. Ja? Bitte lass das auf jeden Fall sein, denn dadurch bringst du dich einfach nur in noch mehr Gefahr. Ganz unnötig. Lass diesen Scheiß einfach. Punkt Nummer 5. Klingt jetzt ganz dumm, aber ey, mach Kampfsport. Meiner Meinung nach sollte jeder Mensch, ob Frau oder Mann, völlig egal, schon in jungen Jahren anfangen, ein bisschen Kampfsport zu machen und da Erfahrungen zu sammeln. Warum?
Erstens, du kriegst Schläge ab und merkst, dass du gar nicht so zerbrechlich und verletzlich bist, wie du es dir in den meisten Situationen immer vorstellst. Punkt Nummer zwei, du lernst, wie du dich verteidigst, ja, wie viel Kraft du hast, wie man zuschlägt in Situationen, in denen du dich verteidigen musst. Meine persönliche Empfehlung ist, die effektivsten Sachen für die Straße sind Boxen oder Kickboxen. Warum ich das sage? Nicht, weil die anderen Kampfsportarten Blödsinn sind oder nicht funktionieren, denn sie funktionieren fast alle, wenn du genug Übung darin hast. Der Unterschied ist, dass es nur sehr wenig Übung benötigt, um zu lernen, wie man jemanden mal eine kurze 1-2 auf die Nase oder ans Kinn gibt, um ihm die Nase zu brechen oder ihn auszunocken, im Vergleich dazu, wie lange es braucht zu lernen, wie man jemanden in den Armhebel oder in eine Schulterklammer oder sowas packt, um ihn da auszuwürgen oder ihm den Arm oder sowas zu brechen. Ja? Außerdem, du möchtest so gut es geht vermeiden, in eine Rangelei auf dem Boden mit deinem Gegner zu gelangen, denn warum? Wie schon vorhin gesagt, du weißt nie, ob er alleine ist oder Freunde dabei hat, die dann anfangen werden, auf dich einzutreten, während du ihn eigentlich schon im Griff hast. Ja? Sei immer darauf gefasst, dass andere angreifen werden, also versuch so gut es geht im Stand zu bleiben. Und wie gesagt, daher ist einfach Boxen und Kickboxen einfach am besten, weil es ist sehr leicht zu lernen, wie man jemanden mal gegen die Schläfe tritt oder ihm eine 1-2-Kombination gegen die Nase oder das Kinn gibt und dadurch die Situation beendet. Die anderen Kampfsportarten funktionieren natürlich auch alle, aber es benötigt, wie gesagt, sehr viel Übung und in den meisten Situationen kannst du durch die ganze Nervosität und das ganze Adrenalin, was in deinem Körper dann ist, solche feinfühligen oder feinmotorischen Sachen nicht ausführen. Und zu guter Letzt Punkt Nummer 6, meine absolute Devise, mein Motto, meine Regel, nach der ich arbeite, mach kurzen Prozess. Kein großes Gerede, keine großen Faxen. Wenn du wirklich in eine Situation kommst, in der du dich verteidigen musst, in der du gezwungen bist zu handeln, dann machst du das so schnell und so hart wie möglich. Ja? Eine kurze Aktion mit möglichst viel Schaden anzurichten. Vermeide einfach so sehr wie möglich in risikoreiche Situationen zu gelangen, im Bodenkampf oder was auch immer. Ja? Versuch so gut es geht im Stand alles schnell zu klären und dann dreh dich um und geh einfach weg, mein Freund. So, meine Freunde, das waren die 6 Tipps, die ich euch jetzt auf die Schnelle mitgeben wollte. Ich weiß, das Video ist jetzt etwas länger geworden. Ich hoffe, ihr habt alle noch bis zum Ende mitgeschaut. Wenn dir das Video gefallen hat, dann nicht vergessen, drück auf Daumen hoch, abonniere den Kanal, teile dieses Video mit deinen Freunden. Ja. Hinterlass mir natürlich einen Kommentar, was hältst du von den verschiedenen Punkten? Haben sie dir gefallen oder willst du vielleicht etwas anderes anmerken? Und ja, ey, gib mir Feedback, welche Videos willst du sehen, was soll ich bearbeiten im nächsten Video? In dem Sinne, Freunde. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ciao.